Es ist wieder Zeit für die besten Mods des Monats und auch im April gab es wieder einige Leckerbissen, so wie diese Perle hier aus Mario Kart. April, April. Ja, ich darf das auch im Mai, aber genug davon. Ich habe auch andere Sachen dabei, keine Sorge, zum Beispiel diese Aussicht oder diese Aussicht, diese Aussicht. Das sind die Mods des Monats, April. Und ja, die Mario Kart Strecke gibt's auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt's die Mods des Monats aus dem April. Und bevor wir mit den Mods starten, freundlicher Hinweis, lasst doch mal ein Abo da, wenn ihr auf Assetto Corsa Modding steht, würde mich freuen. Das hilft dem Channel sehr und schon geht's los mit den Mods des Monats und der ersten Strecke. Wir starten rein mit einem fiktionalen Kurs von Ski. Ja, da gibt es ja bekanntlicherweise richtig viele von. Aber der hier, der hat es mir besonders angetan, weil er hübsche Panoramen mit einer richtig, richtig guten Rennstrecke kombiniert. Die Rede ist vom Road One International. Ist in Kanada angesiedelt, fiktionaler Rennkurs, 7,6 Kilometer lang. Es gibt ein Layout, welches sich aber auch reverse fahren lassen kann. Also ganz interessant. Original ist aus R-Factor 1, die Konvertierung ist aber tatsächlich richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Ihr fliegt da auch ein Heli rum und es gibt einen Zeppelin und die Strecke ist so ein bisschen in zwei Teile eingeteilt. Der eine Teil ist unten, da hat es dann den Stadion-Part, wo man auch hier schön durch die Hairpin fährt und so, macht richtig Spaß. Und dann geht es den Berg rauf, wo es dann viele kleine Höhenunterschiede gibt und langgezogen hoch, langgezogen runter, ein bisschen hügelig, fantastisches Panorama, gerade aus der Cockpit-Ansicht, absolut ein Traum und ich muss sagen, das ist eine klasse Strecke und nicht der letzte Geniestreich von Ski heute hier im Video. Und damit geht's weiter mit dem ersten Fahrzeug und mit einer Paid-Mod von VRC und wer VRC kennt, weiß, da braucht man eigentlich nicht lange überlegen, die Teile sind meistens gut, kann man sich auf jeden Fall holen. Hier also nun ihr neuester Bolide und das ist der VRC Beamer V12 oder auf Deutsch der BMW V12 LMR. Wurde um die Jahrtausendwende gebaut und ist berühmt geworden durch seinen Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Und die Mod, die kann auch richtig was, die sieht gut aus, Sound ist ganz okay, VRC typisch, eigentlich on point. Kritik gibt es bei mir bei den Kameras, die sind wie oftmals bei VRC nicht wirklich geil gesetzt, vor allem die Close in der Cockpit-Ansicht, also nicht da, wo man das Lenkrad sieht, sondern die andere, ist einfach immer ein bisschen zu weit weg. Ich weiß nicht, warum die das machen. Und zweiter Kritikpunkt ist tatsächlich beim FFB, ist mir ein bisschen zu schwach, würde ich sagen. Also, der lässt sich schon echt ganz fein fahren, aber ist jetzt nicht 100% my taste. Findet selber raus, ist auch meckern auf hohem Niveau, kostet 4 US-Dollar der Spaß und beamt euch, pun intended, zurück in die 2000er. Zweite Strecke und von den Strecken habe ich heute tatsächlich mehr als von den Wagen. Echt krass, gab es glaube ich so auch noch nicht. Und jetzt habe ich tatsächlich einen echten Kurs für euch. Eine vernünftige Umsetzung von Phillip Island bei Melbourne. Ist so südlicher Zipfel von Australien. Und da kommt jetzt endlich mal eine gute Fassung zu Assetto Corsa. Und auch die Mod ist von Ski. Der ist einfach der Konvertierer vor dem Herrn. Und hier hat der R-Factor 2 angefasst und das Ding einfach mal rübergewuppt. Sieht ja schon ganz knackig aus, könnte natürlich auch noch hübscher sein, aber grundsätzlich vom Aussehen her geht das schon fit. Hat ein Layout, ist 4,4 Kilometer lang und lebt natürlich von seinen langgezogenen Kurven. Ist eine geile Strecke und macht Spaß in allem, was so ein bisschen Downforce hat. Und auf jeden Fall Must-Have, würde ich sagen, in jeder Assetto Corsa Sammlung. Weiter mit den Autos und mit dem letzten Wagen tatsächlich schon für heute, aber der hat mich auch überzeugt. Ihr wisst ja, ich teste immer ganz viele Dinge hier für die Mods des Monats, aber so eine Mod, die muss schon einen gewissen Standard erfüllen, um in der Show dann auch aufgenommen zu werden und das hat der BMW M3 E30 auf jeden Fall geschafft. Die Mod, die kommt von Fnatic und Hugo, ich sage jetzt einmal Hugo, vielleicht also Hugo, ich weiß es nicht, kommt in zwei Varianten, einmal der E30 Boss, der gemütliche Boss und der E30 Big Turbo. Der Boss, der hat nämlich nur 407 PS, nur, währenddessen der Big Turbo dich mit 882 Pferdestärken einfach umbringen will. Das macht richtig viel Spaß auf der Strecke. Vielleicht kein Auto zum Racen, aber auf jeden Fall, um Spaß zu haben, um mal ein paar
ja, Ausfahrten zu machen. Definitiv lohnenswert. Es gibt so einen komischen Bug, dass man das Gesicht irgendwie sieht. Hier seht ihr es gerade. Naja, man kann ja die Kamera verstellen, dann löst sich das von alleine. Link findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Kann ich empfehlen, der BMW M3 E30 im Pack. So, und bevor es weitergeht mit den letzten beiden Strecken, natürlich wie immer der Hinweis, unterstützt die Modder. Spende denen ein paar Euro, kauft deren Paid-Sachen und. Ihr wisst, wie es ist, weil nur dadurch ist das hier alles möglich. Und wenn du Modder bist und du möchtest mal eine Mod von dir hier im Video platzieren, ey, dann schau doch mal bei uns auf Discord vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und schreib uns einfach mal an, link deine Mod bei uns in den Modding-Schuppen rein. Dann schaue ich mir die auf jeden Fall an und vielleicht landet die dann ja hier direkt in den Mods des Monats. Zunächst die Mario Kart Strecke. Die ist tatsächlich nicht ein April-Scherz, sondern eine richtig, richtig geile Mod für Assetto Corsa von Soyo. Die Modelle, die sehen sehr gut aus, weil alles ganz, ganz sauber aus Mario Kart 8 konvertiert ist. Also das ist tatsächlich eine echte Mario Kart Strecke. Und also solche Wassereffekte habe ich auch nur sehr, sehr selten gesehen. Die ist wirklich sehr hübsch. Lässt sich auch soweit ganz sauber fahren, ohne dass man Angst haben muss, irgendwo durch die Welt zu fallen. Das hat man ja bei solchen Strecken öfter. Und sogar der Sprung aus der Originalstrecke ist hier super clever umgesetzt, denn diese Regenbogenbrücke, die ihr jetzt hier sehen könnt, die quasi absichert, dass man nicht ins Wasser fallen kann beim Sprung, die sieht man aus anderen Perspektiven nicht, dass es trotzdem so aussieht, als käme dann da der lange Sprung. Ist wirklich super gemacht, geniales Teil und eigentlich Platz für ein richtig witziges Meme-Race, vor allem mit dem überarbeiteten Shifter-Kart. Die richtigen Champion-Ultras von früher kennen unser Rennen, das wir auf Zuko-Bar damals noch hatten. Da gibt es jetzt mittlerweile eine neue Shifter-Kart-Mod, die deutlich besser ist. Hättet ihr da mal Bock drauf? Fände ich schon mal ganz witzig. Vielleicht nur ein kurzes Rennen, so ein 15 Minuten, aber könnten wir mal machen. Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Und zum Abschluss geht's nach Montenegro, genauer gesagt nach Kotor Trojica. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist ein 4 Kilometer kurzer Hillclimb, den es so tatsächlich auch in der Realität gibt. Da geht's eigentlich sogar noch weiter hinauf, also zumindest laut Google Maps. Vielleicht lässt sich der Kurs ja auch noch irgendwie verlängern, denn das sollte Le Max auf jeden Fall tun, weil das ist ein richtig, richtig geiles Ding und eine richtig tolle kurze Experience. Traumhafter Blick. Tolle Bergstraße, charmante Häuschen, da will man fast einen Urlaub buchen, sage ich euch. Für mich vielleicht sogar die Mod des Monats. Genießt das. Vielleicht in VR mit eurem Lieblingsfahrzeug. Holt euch diese Mod Kotor Trojica von Le Max. Die hat es mir auf jeden Fall angetan. Link unten in der Videobeschreibung. Richtig, richtig geiler Hillclimb. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Schreibt mir gerne, welche Mod euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.